Diese Musiker. Ja, jetzt haben wir mal was ganz anderes hier auf der Buchmessen-Konvent. Und zwar ist die Steampunk-Tussi hier vor Ort, die ihren selbstgemachten Schmuck vorstellt. Ja, hallo. Was hat dich denn dazu gebracht, Steampunk-Schmuck zu machen? Auf jeden Fall natürlich Steampunk selbst. Ich liebe Steampunk sehr. Habe ihn erst vor kurzem entdeckt, obwohl es ja schon seit Jahren so viel Steampunk-Traditionen gibt. Mir gefällt daran immer diese Mentalität des Selbermachens, des Do-it-yourself, des Bastelns, des Materialien verschieden verwenden. Und das hat mich immer fasziniert und die Geschichten drumherum natürlich auch. Jetzt habe ich gerade gehört, dass du deinen Schmuck mit Heißkleber machst. Wie bist du da drauf gekommen? Das ist eine gute Frage. Ich habe damals gegoogelt, ob man denn Metallteile, aus denen viel Steampunk-Schmuck ja besteht, mit Heißkleber zusammenkleben kann, ob das hält. Ich habe Heißkleber und Schmuck gegoogelt und kam dann auf ein paar Do-it-yourself-Seiten, die gezeigt haben, wie man mit Heißklebern selbst Schmuck macht. Und das hat mich so fasziniert, dass ich das ausprobieren musste. Und habe dann Heißpapier auf Backpapier, damit es nicht anklebt, Formen gemalt. Und daraus entstand dann die Idee des Heißklebers Steampunk-Schmucks, weil es ja ein Material ist, das mit Do-It-Yourself zu tun hat. Jetzt habe ich gerade gesehen, dass du zu deinem Schmuck auch kleine Geschichten schreibst, beziehungsweise für einen deiner Drachen gibt es sogar so etwas Ähnliches wie eine Geburtsurkunde, weil man ihnen einen Namen geben kann. Magst du uns den noch mal ein bisschen vorstellen? Ja, gerne. Das ist hier der kleine Unruhdrache. Und da gibt es die kleine Geschichte zu, kann ich vielleicht sagen. Als Meister Ru in seiner Werkstatt saß, nahm er von Zeit und Raum das Längenmaß. Dabei hat sich ganz ungelogen die Zeit ein Stück nach links verbogen. Und Raum und Zeit verformte sich zum Ei, das brach mit einem Gong entzwei. Ein Drache schlüpfte aus der Welt, der fest im Maul die Zukunft hält. Kannst du ihm einen Namen geben, bläst Zeit und Glück er in dein Leben. Das heißt, die Idee dahinter ist, dass man, wenn man so einen Drachen bekommt, den nicht einfach nur tragen kann als Brosche, sondern ihm einen Namen gibt. Und wenn er einen Namen hat, dann ist er auch ein kleiner Glücksbringer. Ich finde diese Form auch so schön mit den chinesischen Drachen, die ja auch Glücksbringer sind und große Bedeutung haben in China. Und das fand ich so schön, das für Steampunk umzusetzen, weil es gibt viel zum Thema Steampunk, aber die Idee, es auch mal mit Glücksbringern zu verbinden, fand ich schön. Das hat mir persönlich gut gefallen. Jetzt habe ich auch gehört, du schreibst selbst. Was ist denn deine aktuelle Veröffentlichung? Aktuell schreibe ich unter dem Pseudonym Anna Koschka bei Drömer Knauer Frauenromane. Naschmarkt hieß der letzte Roman, der nächste, der jetzt im Dezember erscheint, heißt Mondschnecke. Sind Frauenromane im klassischeren Sinn, aber mit ein bisschen einer modernen Protagonistin. Benutzt du auch soziale Netzwerke, um dich bekannter zu machen? Auf jeden Fall. Also ich bin auf Facebook unter Anna Koschka, auch als Steampunk-Tussi habe ich schon eine Facebook-Seite. Bisschen Twitter auch, wobei es sich bei mir sehr auf Facebook verlagert hat. Ich finde das total wichtig, soziale Netzwerke. Erstens mal, um Kollegen kennenzulernen, Freunde zu finden im Kollegenkreis, Menschen, die was Ähnliches machen, die das Gleiche machen. Und dann auch natürlich, um sich zu vermarkten, um sich zu präsentieren, um Leute auch aufmerksam zu machen auf das, was man tut. Wo kannst du deine Kreativität größer ausleben? Im Schmuckdesign oder in der Schriftstellerei? Ich sage immer, es sind zwei verschiedene Dinge. Das Schreiben ist mittlerweile ein Beruf. Also ich schreibe auch für Großverlag, da hat man Deadlines, da hat man Abgabetermine, da hat man Verträge, die man erfüllen muss. Das heißt, das ist Arbeit. Ich mache es gern, ich wollte es ja immer tun, aber es ist Arbeit. Während ich irgendwie hatte ich Lust drauf, noch etwas zu machen mit den Händen, sowas, was man wirklich selber bemalt, selbst macht und das mich auch entspannt. Also es ist, man könnte fast sagen, die Steampunk-Tussi ist so mein Hobbyteil und das Schreiben ist schon mein Berufsteil. Aber ich muss es natürlich verbinden, deswegen gibt es dann die kleinen Gedichte dazu, dass es auch noch einen verbindenden Aspekt hat, literarisch. Bist du denn das erste Mal hier auf der Buchmessen-Convention? Zum zweiten Mal. Ich war letztes Jahr nur privat hier zum ersten Mal und bin aber selbst bei den Geschichtenwebern aktiv und
dadurch hat sich das durch die Vernetzung, durch das Internet so ergeben, dass ich dieses Jahr bei den Geschichtenwebern meinen Schmuck präsentieren durfte. Ja, dann wünschen wir dir doch weiterhin viel Erfolg und viele Leser. Ja, vielen Dank.